Wenn er wollt, dürfte. So. Ja, dann. Ja. Guten Morgen. Herzlichen Dank, dass ihr es alle hier hingeschafft habt. Ja, mein Name ist Bernhard Welzel. Robert Windisch. Und vielleicht die erste Frage: Wer von euch kennt den Garten noch nicht? Ja, okay. Dann ist es eigentlich einfacher, wenn wir jetzt einen Stuhlkreis bilden, euch in die Mitte nehmen. Also die erste Nachricht ist eigentlich immer, dass der Garten in Frieden kommt. Das ist wichtig zu sagen, da wir beide nicht Dschungler sind und der Garten selber auch nicht nur Dschungler ist. Der Garten selber versteht sich als Zusammenschluss, als Dachverband von CMS-Systemen, zurzeit hauptsächlich in Deutschland. Und wir, ich erzähle so ein bisschen was über die einzelnen Systeme. Wir haben halt hauptsächlich PHP-basierte Systeme im Garten und dann so ein paar Exoten wie beispielsweise Papaya als Java-basiertes oder Plon als Python-basiertes. Genau. Ganz neu Alchemy CMS als Ruby on Rails. Dachten wir so, Exoten brauchen wir. Müssen wir unbedingt reinnehmen. Ja, und die Bandbreite geht natürlich von so Dingen wie Scientific CMS. Hat das schon jemand genutzt? Nee. Solltet ihr. Ist total genial. Ja, also es ist extrem gut, wenn ich irgendwas im wissenschaftlichen Bereich mache, wissenschaftliche Publikationen. Kein anderes System ist so genial dafür geeignet. Aber die sind halt auch irgendwie nur 5 Leute, so gefühlt. Und die Community ist trotzdem eine der aktivsten, die wir haben. Weil die halt auf jeder Veranstaltung sind. Ihr Produkt lieben, ihr Produkt leben und auch jedem erzählen, warum das der absolute Bringer ist. Sodass der Garten sowohl die ganz kleinen Nischen-Communities beinhaltet, als auch die globaleren Produkte wie Joomla, WordPress und Co. Der Garten selber ist ein gemeinnütziger, nein, wir sind noch kein gemeinnütziger Verein. Genau, wir sind dran. Wir sind dran. Mitglied werden kann sowohl das System, also Joomla ist schon Mitglied geworden als Organisation. Es können Privatleute Mitglied werden. Eine Mitgliedschaft ist aber in keinster Form irgendwie notwendig, um sich engagieren zu dürfen. Sprich, wir unterscheiden weder davon, bist du jetzt Joomla, bist du jetzt eine Privatperson oder bist du einfach nur hier, weil du Spaß an Open Source hast, weil du dich einbringen willst. Und der Verein selber ist halt auch extrem flach organisiert. Das heißt, jeder, der Verantwortung übernimmt, macht das und alle anderen machen das, was sie wollen. Ja, dann nächste Folie. Genau. Ich übernehme mal. Also, weil ich ja quasi länger dabei bin als er, ich bin quasi so eine Art Urschleim-Mitglied. Obwohl ich kein CMS Garden e.V. Mitglied bin. Und zwar die Geschichte von CMS Garden passiert in 2012. Da hat sich ein Hoster in Deutschland die massiv komplizierte Arbeit gemacht, mal alle CMS-Systeme, die relevant sind in Deutschland, an einen Tisch zu holen. Das heißt, Mittwald hat quasi ist Webseiten durchgegangen, Telefonlisten, hat quasi nachgefragt, wo die Personen für Deutschland von den relevanten CMS-Systemen sind. Hat intern ein bisschen einfache Kommunikation zu Typo 3 gehabt, aber WordPress war, weil ich quasi derjenige war von WordPress, sehr schwer, weil wir quasi erstmal alles abgeblockt haben. Gesagt, nee, machen wir nicht, Messe wollen wir nicht. Und dann haben wir auch mal gesagt, so, wir müssen eigentlich stattfinden, weil die Idee als solches, die Kooperation ist eine fantastische. Und wir wurden dann quasi eingeladen von Mittwald an dem Stand zu stehen, um halt den Leuten quasi die Systeme näher zu bringen, Fragen zu erklären. Und haben halt während des Standes gemerkt, so, dass diese Feindlichkeiten, so Typo 3, Neckt WordPress, Joomla haut ein bisschen auch auf WordPress rum, wir necken alle auf WordPress. Genau, eigentlich alle auf WordPress, aber dann wir halt, also ich als WordPress stehst halt dann da und denkst dir, ja, mei, während wir reden, gibt es neue Systeme, mach nur, kratz mich nicht. So, und wir haben halt gemerkt, dass wir so eine Harmonie am Stand erreicht haben, die schon sehr, sehr warm war, dass wir quasi gemerkt haben, Mensch, wir passen so gut zusammen und haben Mittwald quasi gedankt dafür, dass die uns quasi einfach mal so einen Weckruf geschickt haben, so nach dem Motto, hey, guck mal, das geht. So,
Und nach dem, nach, also so am Ende von dem Stand quasi, hatten wir dann so ein altes Foto, wo auch der David mit drauf ist, wo wir einfach mal quasi verschiedene Leute aus dem System, also der Hagen von Joomla und anderen Systemen, der Ben van der Ende von Typo 3, der komische Kerl, das bin ich, daneben der, ich komme nicht auf den Namen, genau, Ingo Renner von Typo 3 und natürlich der David. So, wir haben halt quasi das so eine Art Mensch, das ist so ein cooler Event, finden das klasse und haben halt dann nochmal so ein Harmoniefoto gemacht. Und die Idee dahinter war quasi danach dann, so als wir uns wieder auf verschiedenen Messen getroffen haben, so Mensch, das mit der CeBIT war eine super Sache, lass uns doch mal in Kontakt bleiben, lass uns doch mal irgendwas machen. So, und dieses irgendwas machen ist jetzt quasi der Garten geworden. So, mach du wieder. Ja, also was wir machen ist sehr, sehr viel reden und zwar miteinander. Das heißt, der Systemaustausch, am Anfang hat man vielleicht noch ein bisschen das Bashing, mein System hat mehr Codezahlen, mein System hat mehr Installationen, mein System hat mehr unzufriedene Nutzer. Das war gleich auf, alle Systeme. Ja. Und an einer gewissen... Ich hätte eigentlich wieder WordPress gewonnen. Wir gewinnen immer. Mein System hat mehr unzufriedene Hoster. Das war knapp. Und dieser Dialog, der entsteht, also wenn man aufhört, irgendwie nur über sich selber nachzudenken und mal anfängt zuzuhören, was andere Systeme machen, wie andere Communities funktionieren, führt dann halt irgendwann auch dazu, dass der Austausch auf einer sehr, sehr harmonischen Ebene stattfindet und vor allem auf einer sehr, sehr freundschaftlichen, warmen Ebene. Also wenn wir jetzt Witze machen über Systeme, dann sind das wirklich auch Witze und das ist also eine, ja, eigentlich ist es... ein liebevolles Necken. Ja, genau. Liebevolles Necken. Und trotzdem ist das quasi als Agenda im Garten vorgeschrieben, dass wenn man quasi am Stand steht, absolut Bashing, also Competition ja, Bashing nein, weil wir quasi dort, weil jedes System ja andere Workflows hat, ganz andere Herangehensweisen, ganz andere Zielgruppen. Und dann, als wir das quasi irgendwann mal gerafft hatten, dass wir quasi, dass ich mit WordPress und Joomla irgendwie so ein kleines bisschen andere Leute anspreche, war einfach so nach dem Motto, Mensch, ist der Knoten geplatzt und wir waren einfach wirklich tiefe Harmonie dann am Stand. Das ist wirklich also ein Happening. Es ist schon manchmal eklig. Ja. Was wir machen, wenn wir nicht gerade miteinander reden, ist, wir reden halt über Open Source mit anderen. Das heißt, eine der typischen Aufgaben ist, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und so laut wie möglich die Nachricht von Open Source zu verbreiten. Sei es direkt auf Veranstaltungen und Vorträgen, sei es durch eine professionelle Pressearbeit in Deutschland. Das heißt, wir haben auch einen eigenen Presse... Menschen, ja. Experten. Genau. Also jemand, der nicht entwickelt, der auch selber kein Entwickler ist, sondern der als einzige Aufgabe im Garten die Kommunikation nach außen hat. Was wir auch machen ist, wir beraten ständig jeden, ungefragt. 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 Das heißt, wir haben die Fibel herausgegeben jetzt zum zweiten Mal. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Die Fibel ist zweisprachig. Ihr habt jetzt jeder mindestens eine mal in der Hand gehabt. Letzte Chance. 5 Euro das Stück, aber. Nein, pro Seite. Ansonsten, wie gesagt, am Stand noch quasi 3 Millionen Tonnen davon. Wir haben eigentlich gar nicht mehr so viele, muss ich sagen. Ja, das musst du doch nicht sagen. Also, was die Fibel ist, sie ist halt zweisprachig, was, glaube ich, extrem entscheidend ist, weil wir halt nicht nur in Deutschland aktiv sind. Sie ist extrem beliebt, weil für jeden normalen Menschen ohne Informatikstudium es möglich ist, Seite... Ich habe die Seite wir haben dann quasi eine Übersichtskarte, wo quasi verschiedene Systeme mit ihren Fragen abgefragt werden, Backend-Funktionen, Frontend-Funktionen, Barrierefreiheit und sowas. Dann haben wir quasi alle Systeme haben dann am Ende des Sommers sehr geschwitzt, um die Fragen aus, also um quasi sagen, kann ich nicht, kostet Geld.
Und das ist quasi einer der Punkte, warum die Fibel sehr, sehr, sehr gerne abgenommen wird, weil die halt quasi dann wirklich also hart Wissen vermittelt und eben auch hart eben diese Unterscheidungskriterien mal aufzählt. Ja. Und es ist objektiv. Das heißt, die Informationen, die hier drin stehen, sind redaktionell geprüft von jemandem, der nicht aus dem System kommt. Insbesondere bei den eher kommerziell angehauchten Produkten sind sie auch sehr ehrlich. Also nicht, wir haben das Feature und es ist kostenlos, sondern nee, habt ihr eigentlich nicht. Ist nur in der Enterprise Edition drin oder sowas. Das gibt es so am Markt in der Form, in der Breite nicht. Das heißt, ein Feedback, was ständig an den Garten zurückgespiegelt wird, ist, bei uns liegen 5 von den 4 in den Unternehmen. Wir blättern da ständig drin und wir nutzen das als Wissensbasis, als kompakter Übersicht, was ist im CMS-Markt vorhanden. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wir sind alle total begeistert von unserem System, aber die meisten Nutzer wollen einfach nur ein System haben, was läuft und was auf ihre Anforderungen irgendwie passt. Ein Toaster quasi. Ein Toaster. Die wollen einfach nur ein Toaster. Genau, egal was da für ein Logo drauf ist. Genau. Aber ich habe gehört, dass das mit Joomla auch Toaster besser funktioniert. Das ist wahrscheinlich alles an Steuern. Es gibt die J-Toast API. Ja, das ist der Zack. Ja. Ich hatte nur sowas gedacht. Was wir auch getan haben ist, und ich werde dieses Wort jetzt nicht aussprechen, wir haben den Open Source Nachhaltigkeits Award vergeben. Haha, geschenkt! Das war ein sehr schöner Workaround. Patentiert. Und was der Open Source Nachhaltigkeits Award tut, ist einfach das Thema auch auf das Thema Open Source auf eine Ebene zu hieven, die dann auch in Pressemitteilungen verwertet werden kann. Und auch sagen kann, okay, es ist wichtig, dass wir nachhaltig arbeiten. Ich fange jetzt keine nachhaltige Diskussion an, aber Open Source an sich ist nicht nachhaltig, sondern man muss noch ein bisschen was dafür tun. Man muss auch mal was zurückgeben, nicht nur konsumieren. Das bringt mich auch gleich auf die nächste Folie, was wir nämlich ständig machen, ist Leute beraten, missionieren, aufklären. Ja, also wir haben quasi die ständigen Kommunikationen untereinander, miteinander, um quasi die eigenen Systeme, also quasi das fachfremde Leute, der Plonmann zum Beispiel, der Mike, ist auf der CeBIT an andere Stände rangekommen und hat gesagt, zeigt mal euer System. Der wollte quasi verstehen, über den Tellerrand blicken, was eigentlich die Systeme einzeln ausmachen, um halt besser zu verstehen, okay, wann empfehle ich was, wo sage ich dem Kunden, na guck dir mal eher das hier an, da muss man quasi über den Tellerrand hinausschauen. Und das ist halt so ein Beispiel, wo wir halt mit vielen Leuten halt über Probleme reden und eben auch mit eigenen CMS-Garden-Mitgliedern quasi kommunizieren auf den Messen, um eben für den Kunden so das Beste rauszuholen. Um eben dort an der Stelle wirklich auf die zuzugehen und sagen, okay, du hast jetzt ein Problem, lass mal jemand von WordPress, Typo 3 und Joomla mal neben dich stellen, du erklärst dein Problem und derjenige, der quasi die beste Lösung hat, hebt die Hand und berät dich halt dann weiter. Sodass du quasi nicht quasi so festgeschoben, so das kriegst du schon irgendwie mit WordPress hin, sondern du quasi sagst, stopp, halt, vielleicht geht das mit dem anderen System besser. Und dazu musst du halt miteinander kommunizieren und dadurch eben auch erreichst du eine bessere Beratung für Interessenten am Stand. Ich glaube, das, was den Garten da tatsächlich ausmacht, ist die Bereitschaft und auch der Wille, das eigene System, was man am liebsten hat, dann zurückzutreten und die Gedanken zu verinnerlichen. Am Ende des Tages ist es egal, ob ich einen Joomla-Nutzer mehr oder weniger habe. Was viel wichtiger ist, dass ich jemanden vor mir habe, der sich für ein Open-Source-System entscheidet und nicht für den 1&1 Homepage-Baukasten oder Wix.com oder so. Ja, du musst es sagen. Und wenn ich Beratungstypen bin, so berate, dass er für sich das ideale Open-Source-Produkt findet, dann ist der glücklich, dann wechselt der auch nirgendwo hin. Schwatze ich dem mit aller Macht mein Lieblings-CMS auf, was auf seinen Bedarf nicht passt, dann findet er halt doch irgendwie Wix.com besser und dann habe ich den verloren. Er ist ja in so einer Closed-Source-Liste. Ja. Genau. Das ist, glaube ich, auch dieser Garden-Moment, den man irgendwann hat, wenn man sagt, du, Typo 3 ist jetzt vielleicht nicht ganz so das für dich. Aber ich habe da drei total sexy Systeme und dann, was wir halt auch immer wieder machen, ist direkt am Rechner sich ins Backend einloggen, Beispiele zeigen, Fragen konkret beantworten und wenn man merkt, derjenige, für den passt das System vielleicht nicht, für den passt die Philosophie von Drupal nicht oder der mag vielleicht das Joomla-Logo nicht und möchte lieber ein WordPress haben, weil er das schon mal irgendwo gesehen hat, keine Ahnung, dann ist ein Kollege da, der ihn weiter unterstützen kann.
Und dieses Miteinander über Systemgrenzen hinweg zu funktionieren, genau, ist einfach unglaublich. Ich finde es unglaublich befriedigend, unglaublich schön, weil man da auch sein eigenes System immer mehr zu schätzen weiß nach der Zeit. Oder auch nicht. Du machst WordPress, glaube ich. Ja, ich mache WordPress. Gut, also die Produktauswahl unterstützen. Wir haben die ganze, auf den großen Veranstaltungen haben die ganze Bandbreite von irgendwelchen Unternehmenskunden, Agenturen, die sagen, ja, wir machen so ein bisschen mit dem System und könnt ihr uns mal erzählen, was noch so schöne Sachen auf dem Markt existieren. Das heißt, sehr individuell an persönlichen Anforderungen. Man kriegt eine Fragestellung geschildert, man kriegt die Möglichkeit, ein bisschen nachzufragen und dann kann man sagen, okay, das hört sich an, als ob du ein Scientific CMS brauchst oder das hört sich an, als ob du einen Workshop brauchst, um erstmal rauszukriegen, was du willst. In jedem Fall gibt es immer wieder diese Dreiergespräche oder auch Vierergespräche, dass man sagt, das könnte jetzt vielleicht Clone sein, aber es könnte auch vielleicht Gridaxo sein. Habt ihr beide mal Zeit, man spricht zu dritt und kann dann auch wiederum mehr über die Systeme lernen, indem man mit konkreten Beispielen dann Funktionen bespricht. Was wir auch regelmäßig machen, sind diese kleinen Vorträge. Jemand stellt sich vorne hin, beamt mal kurz ein Backend, erzählt 15 Minuten, wie installiere ich bei Joomla eine Extension, wie lege ich eine Seite an. Das heißt, ganz, ganz basic für Anfänger, Einsteiger, Umsteiger, Interessierte. Aber immer mit dem Fokus, Open Source ist das, was wir machen, Open Source ist das, was wir leben. Und wir wollen halt dafür sorgen, dass jeder die Lösung bekommt, die er auch wirklich braucht. Und nicht beim bösen Homepage-Baukasten oder ähnlichen landet. Ja, dieser Dialog ist immer auch wieder dieses Thema. Welche? Du hattest eine Anekdote, das Stichwort. Ich hab ständig Anekdoten. Ja. Genau, also die Anekdote zu dem Bild ist halt quasi, dass wirklich diese Dreierberatung und dann hatte ich halt, der Kunde kam halt mit einer Idee für einen Homepage-Baukasten oder er wollte halt irgendwas ganz Einfaches haben. Und dann wurde der quasi instant durch alle drei Systeme gleichzeitig durchgeführt. Das wurde dann eben gesagt, hier das. Und dann wurde halt live zusammengebaut, irgendwas in WordPress. Und eher doch nicht. Oder dann sind wir halt quasi, im Endeffekt hat der Kunde quasi mit einem Schlag halt innerhalb von einer Viertelstunde drei Systeme gezeigt bekommen und wusste halt ungefähr, wo will er hin, was will er haben, um da quasi den Sprung quasi zu überspringen, halt quasi den Anfang, sich erstmal die Systeme zu installieren, erstmal zu gucken, oh, ist überhaupt was für mich. So, und deswegen eben diese Beratungs-, die Mehrfachberatung eben an der Stelle. Was wir halt machen, ist Begeisterung. Wir sind alle begeistert. Wir haben ganz lange überlegt, was für ein Bild für Begeisterung irgendwie da ist und haben dann keins gefunden, weil eigentlich die Begeisterung immer im Augenblick entsteht, wenn ich sage, hey, ich finde das so geil, komm, lass es mir dir erzählen. Und dann irgendwann, nach ein paar Wochen, also ich meine jetzt nicht nur das Produkt, sondern auch der Garten. Und dann redet man mit jemandem, den man vielleicht noch gar nicht gesehen hat und erfährt, oh, ich war auf dem Linux-Tag, du warst irgendwie auf der Postcon und beide haben trotzdem dieses CMS-Garden-Gefühl erlebt und die Begeisterung, einfach über das System mit anderen Systemen zu reden. Ein Teil der Begeisterung ist sicherlich das Thema Gemeinschaft zu erleben, wie in jeder Community. Das war beispielsweise unser Arbeitstreffen in Essen, was jetzt auch schon wieder stattfinden wird. Und es ist natürlich ein offenes Arbeitstreffen. Das heißt, jeder ist eingeladen, da teilzunehmen, sich einzubringen, für sein System oder aber auch für den Garten. Und was wir in diesen Arbeitstreffen tun, ist bestimmen, was soll der Garten im nächsten Jahr machen. Also sind wir wieder auf einer Veranstaltung wie der CeBIT, machen wir die Fibel noch in drei weiteren Sprachen, wo kriegen wir die 100.000 Euro her, um das Ganze zu finanzieren. Und dann bilden sich kleinere Arbeitsgruppen, die einzelnen Themen dann entsprechend abarbeiten. Was auch in den Treffen natürlich nicht zu kurz kommt, ist das Ganze drumherum, gemeinsam klönen, fachsimpeln, Quatsch machen. WordPress kann das. Immer auf den Kleinsten. Immer auf den Kleinsten. Ja, genau. Ich bin klein und breit. Genau. Was wir auch immer natürlich planen müssen, ist das Thema Veranstaltung. Das heißt, wie kommt man dahin, dass man so einen Messestand organisiert bekommt, der dann auch nachher ein Erfolg ist.
Das war jetzt zum Beispiel die Cebit, einer der größten Stände, den wir so auf die Beine gestellt haben mit 120 Quadratmetern. Das ist 2012, das sind 90 ja. Quadratmeter? Ja, genau. Genau. Und die Events quasi sind für den Garten auch das, wo Leute zusammengeschweißt werden. Also wir haben bei den verschiedenen Events, zum Beispiel bei der Cebit, war das allererste Treffen, dass wir uns überhaupt irgendwo mal gesehen haben und nicht eben diese wöchentlichen Telefonkonferenzen, die wo quasi alles besprochen werden muss. Und am Anfang war das sehr, sehr, sehr intensiv, um das mal immer das beste Wort rauszusuchen, was mir einfällt. Und wir hatten dann auf der Cebit selber so eine Art Erweckungselement. Also wir hatten da vorher immer dieses, wir wissen, wo wir hinwollen, wir wissen, was wir vorhaben. Und auf der Cebit hat man gemerkt, so scheiße ist das geil. Weil du hattest dann, wir hatten dann kurzzeitig Momente gehabt, wo wir gesagt haben, lieber Besucher, das ist toll, dass du eine Frage hast, kannst du mal bitte weggehen, wir möchten jetzt alle mal untereinander reden. Weil quasi Leute das zum ersten Mal gesehen haben, gemerkt haben, wie die Synergien und wie die Chemie passt. Und dann für die ersten paar Tage haben einfach die Besucher total gestört. Das war einfach, aber wir mussten mal durch und haben wir halt gemacht. Und der Kick dabei ist halt, wenn ihr irgendwann mal ein Event mitmachen solltet, falls ihr denkt, okay, ich will mir so einen Hut, wenn ihr so einen Hut aufsetzen wollt. Wann ist die Frage? Wann ihr das macht und wenn ihr das tun werdet, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Abendevents mitnehmt. Ihr habt es gestern gemerkt beim Joomla Day. Das ist quasi ein Scheiß gegen das, was der CMS-Garten auslöst. Weil wenn ihr quasi, ihr kennt euch alle, ihr kennt euer System, wenn ihr dann plötzlich mit dem Mann zusammensitzt, der sagt so, übrigens, PHP ist scheiße, was ihr ja auch alle teilt, das Problem, also dass so quasi so kleine Nuancen drin sind und ihr denkt euch, ja, Joomla und nichts. Nein, die grundlegende Sprache ist eigentlich das Problem, oder? Nervt manchmal. Da habt ihr halt quasi so viele Synergiepunkte und ihr habt den Leuten würdet ihr im Leben nie über den Weg laufen. Also einem Python-Menschen wahrscheinlich nicht, einem Java-Menschen noch weniger. Und die sind halt quasi, die haben die gleiche Philosophie, die haben den gleichen Anspruch, die leben Open Source, die atmen das, genau wie ihr. Die gehen auf Veranstaltungen, die haben ihren eigenen kleinen Kosmos. Und quasi dann dort zu erleben, dass das alles eine und dieselbe Richtung ist, dass wir alles in dieselbe Richtung gehen wollen und zu merken, okay, das ist einfach geil. Was ich auch sagen kann, also als Typo-3ler gehe ich am liebsten auf Veranstaltungen, die nicht Typo-3 sind, weil ich da am meisten lerne. Also ich finde es super spannend, auf dem Joomla-Day zu sitzen und Vorträge zu hören und sich auszutauschen über Kram, den ich vielleicht nie implementieren werde, aber der meinen Tellerrand mal eben deutlich überschreitet. Und dadurch werde ich natürlich besser in Typo 3, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, was beim Garten immer im Vordergrund steht, ist natürlich der Garten. Also es gibt kein System, was irgendwie dominiert. Natürlich ist David extrem präsent und damit auch Joomla. Aber es gibt nicht irgendwie die Großen und die Kleinen, sondern es gibt einfach nur die Gartenaktiven und es ist vollkommen egal, was das System macht und wie toll die Technologie ist und wie viele Milliarden Installationen man hat. Worauf es halt ankommt, ist diese Masse von Menschen auch anzusprechen und denen einfach mal zu erklären, das ist Open Source. Wir sind hier auch gut präsent, wir sind in dieser großen Gruppe drin und wir öffnen uns als nerdige, geekige Open Source Menschen einer Nutzergruppe, die vielleicht dieses ganze Thema Open Source Philosophie nicht so verinnerlicht hat, die Technologie gar nicht so toll finden und die gar nicht wissen, was Open Source ist. Gerade auf der Cebit. Auf der Cebit ist das ganz enorm. Da kommen dann die schlitztragenden Businessmenschen so darüber, dass man das Konzept des Gartens nicht auf Anhieb einfach zu verstehen kann, ist klar. Dann fragen sie so: Seid ihr eine Agentur? Nee, wir sind ein Zusammenschluss von Systemen. Aha. Ja, wir machen das alle ehrenamtlich. Und beim ehrenamtlich. Das heißt, du bist unbezahlt? Ja. Also, diesen Menschen Open Source näher zu bringen, denen ist schwierig. Ja. Glaubhaft belegen zu können, dass das funktioniert. Ist das der größte ist Spaß überhaupt. Weil wir hatten so eine kleinere Messe in Chemnitz gehabt,
wo wir quasi zwischen Textil, Bohrerherstellern und IT-Unternehmen waren. Und da kommen Leute an den Stand und sagen, sie machen sich irgendwas mit Garten. Da denkst du so, geil, die mache ich jetzt mal einen kompletten Open-Source-Einlauf. Und dann sagst du, nein, wir sind zwei Buzzwords, Open-Source und Content-Management. Das sind quasi zwei Fragezeichen im Gesicht, denkst du so, geil. Und dann erklärst du dem ersten Mal, was Open-Source ist. Dann kommt natürlich immer die Rückfrage, so wie jetzt, und ohne Geld und irgendwas, denkst du so, hey, da geht die Platte im Kopf an und läuft los. Ja, Open Source. Und hast einfach so nach 5 Minuten wissen die, was Open Source ist. Und nach 3 Minuten später wissen sie, was ein Content Management System ist und warum sie gerade komplett falsch arbeiten. So, Vendor-Login und solche Späße. Und danach gehen die quasi vom Stand weg und denkst dir so, der wird jetzt quasi verstehen, du hast sofort ein Bild im Kopf, wie der Kuchen so plupp, ein Stück größer geworden ist. Und denkst du irgendwann wird ja quasi der Groschen fallen. Und das ist halt so die Begeisterung, die diese fachfremden Messen bei uns auslösen, weil du einfach da bei Open Source, also auf Open Source Messen stehen, ist einfach, weil dann brauchst du die Leute nicht überzeugen, dass Open Source geil ist. Geil wird es, wenn die quasi das überhaupt gar nicht wollen und du es eben trotzdem hinkriegst, die zu erreichen. Ja. Das ist eins der Projekte. Also, es gibt auch eine Schattenseite des Ganzen. Insbesondere auf der CeBIT haben wir halt gemerkt, dass wir nicht alle erreichen können. Das ist so die Fernwirkung des Gartens. Und man könnte jetzt meinen, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass es irgendwie um IT geht. Wir hatten trotzdem regelmäßig Menschen, die kamen, hey super, ich finde das total toll, dass ihr was mit Pflanzen macht. Könnt ihr mir Gartentipps geben? Und hier stehen ja irgendwie gar keine Sachen drin über Pflanzen. Klammer auf, noch nicht. Mein Favorit bisher, die machen Fehleinschätzung, war, sie haben eine Schürze an, kann ich bei Ihnen was zu trinken? Ja, Catering, genau. Auch immer gerne. Oder eine ältere Frau, die quasi völlig genervt durch die CeBIT durchgeht, unseren Stand sieht, ihr geht ein Leuchten in den Augen auf, sie kommt gerade zu uns und stellt halt genau diese Gartenfrage und dann sagst du dir, ich muss sie jetzt leider enttäuschen. Nein, wir haben IT-Produkte, wo die halt wahrscheinlich mitgeschleppt wurde auf die Messe und denkt sich so, da ist plötzlich ein Stand auf der kompletten Messe, da will ich hin. Da werde ich verstanden. Genau. Genau. Also deswegen, also Gartentipps ist nicht. Noch nicht. Was man auf dem Stand jetzt auch relativ sieht, wir sind halt grün. Und freundlich und Blumendekos und so kleine Brunnen, in denen das Wissen so plätschert. Das heißt also, sehr viele Menschen haben auch den Stand immer genutzt auf der CeBIT, um sich einfach mal hinzusetzen und mal aus diesem ganzen CeBIT-Wahnsinn rauszukommen. Das ist dann auch okay und dann sagt man, okay, entspann dich mal, Füße hochlegen. By the way, das ist Open Source. Genau. Und wenn du nicht schnell genug weg bist, dann bequatschen die dich halt in 5 Minuten. Also irgendwann springt der Funke dann über. Jetzt war ich vorhin erzählt, wie meine Ohren so wehgetan haben. Und das Schöne bei dem Stand ist auch, was wir am Anfang hatten, das 2012er Bild. Wir hatten so eine, durch unsere Fernwirkung, der grüne Geschichte, dass wir quasi auf IT-Messen so immer mit die einzigsten sind, die so arbeiten, hatten wir die Beschwerde beim letzten Partnerland, von der CeBIT, die gesagt haben, so, dass Leute quasi in die Halle reingehen, hinten grün sind, denken sich, geil, da will ich hin, und dann Polen quasi draußen komplett vorbeilaufen und die sich bei der Messe beschweren, wie scheiße das denn ist, dass da irgendwelche Leute quasi dort stehen, die den kompletten Leute abziehen. Ja, das war im ersten Jahr auf der CeBIT, das genau. War sehr bitter, aber die eine Hälfte der Halle war Partnerland Polen, die andere Hälfte war Open Source Park mit dem zentralen Element CMS-Garten. Auf dem Stand konnte man sich quasi nicht mehr bewegen. Und auf dem Stand von Polen, da wollten diese aus diesem Westernfilm. So ungefähr. Genau, also wir sind, wie gesagt, dann sehr, sehr, sehr viele, die halt auf dem Stand stehen. Wir müssen halt immer dann so, wir haben dann so diesen Mix aus, wie viele Leute sind wir am Stand, wie viel Standfläche nehmen oder kriegen wir. Und das ist halt so der Part, wo wir halt wirklich, wo du wirklich früh dich hinstellst, um 8. Dann macht es kurz im Kopf einen Knall, dann ist es um 1 und denkst du, scheiße, Essen. Und plötzlich macht es Klack und irgendwie sind weniger Leute, da denkst du dir, okay, habe ich irgendwas richtig? Und plötzlich merkst du, ach, es ist 18 Uhr. Und dann ist das größte Problem quasi, was wir immer bei der CeBIT haben, ist, wir sind meistens in Halle 6 oder waren in Halle 6 und du hast quasi so 4 Hallen bis zur Skyline, bis zur S-Bahn.
Und diese vier Hallen ist die Aufgabe dann innerhalb von 4 Stunden zu schaffen. Weil du quasi an jeder einzelnen Standparty stehen bleibst. Das war immer das Problem. Und das Schönste halt bei der CeBIT war bis jetzt immer, dass wir auch bekocht wurden. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, sich früh hinzustellen und für 30 oder 40 Leute zu kochen. So, das heißt, der steht früh auf, kauft ein. Und dann kommen irgendwie wir abends total happy und geflasht 22 Uhr in die Family Inn. Und das Erste, was du kriegst, ist halt warmes, geiles Essen. Oder echt deswegen, ja, nehmt die Abendevents mit, die sind wichtig. Am Stand, wie gesagt, also ich kann euch von der CeBIT 2012 nicht mehr einen Tag sagen. Das ist für mich eine wabbelige Masse von Gesprächen, die ich geführt habe. So die einzig, die abends sind, das sind quasi da, wo die anders sind. Ansonsten hast du den Tag über quasi, du willst aber dann nicht mehr vom Stand runter. Wir hatten Leute, die gesagt haben, ich komme einen Tag, und dann habe ich gesagt, Mensch, ich mache die ganze Woche. Was auch auf den Ständen passiert, ist, dass es einfach eine Schlange gibt. Also ich weiß es, auf der CeBIT das Jahr darauf habe ich dann ständig einigen Kollegen die Leute hingestellt und die sind gar nicht damit nachgekommen, die zu verarbeiten, die glücklich zu machen, weil dann schon der Nächste wieder da geparkt ist. Also, ich komme sofort zu mir. Geht ihr mal eine Runde um den Stand. Das habe ich auch gesagt. Und das heißt, es gibt quasi so diese zwei Rollen, derjenige, der die Rampensau gibt, an die Kante geht, die Leute einsammelt, abholt und der andere dann etwas ruhiger am Rechner direkt in der Materie Dinge zeigt, erklärt. Ich persönlich fand es jetzt nach dem 30. Mal noch lustig, irgendwie Typo 3 zu zeigen und immer wieder von vorne anzufangen, weil natürlich jedes Mal die Präsentation besser wird, dadurch, dass ich Rückfragen bekomme. Beim dritten Mal, wenn ich jemand fragt, was ist denn überhaupt ein CMS, ändere ich dann vielleicht meine Einleitung. Und beim fünften Mal fange ich dann an zu fragen, brauchst du wirklich Typo 3 oder hat dir nur jemand erklärt, dass du das haben sollst? Und vielleicht ist es sinnvoller, erstmal ein Beratungsgespräch zu führen und rauszukriegen, was deine Anforderungen sind. Und dann zeige ich dir immer noch das Ding, weil das echt geiler Scheiß ist. Aber ich möchte sicherstellen, dass wir auf der gleichen Ebene unterwegs sind. Wir haben jetzt ganz viel über die großen Veranstaltungen geredet, also CeBIT, Internet World und ähnliches. Was wir aber auch natürlich haben, ist diese etwas kleineren Pflanzen. Genau. Ja. Die sind aber auch aus Plastik. Nein. Die leben. Die war echt, ja. Die war aber Plastik. Die rechts hat auf jeden Fall ein Brandschutzzertifikat. Ist also CeBIT geeignet. Und das hier ist der Chemnitzer Linux-Tag dieses Jahr, wo halt wirklich wo du quasi Kleinstmessen, wo du mit dem Vortragsprogramm konkurrierst, aber einfach quasi dich freust, dass du die Leute siehst. Und ihr werdet es kaum glauben, hier die drei, die sehen vielleicht frisch aus, die haben eine komplette Woche CeBIT hinter sich. Das heißt, die sehen, also die sind alle fertig gewesen. So am Sonntag, der Mike hat sich quasi einfach nur noch hingesetzt und gedacht, okay, fertig, geschafft. So die Höllenrittwoche hinter mir gebracht. Das ist einfach die Euphorie quasi, die da auch mitschwingt. Quasi nach 5 Tagen oder nach Aufbau 6 Tage Hannover einfach mal noch 2 Tage Chemnitz ranzuhängen und dann hinlegen, schlafen. Genau. Das ist auch der sogenannte Garten-Lag. Das quasi nach so einem Garten-Event, dass du erstmal, wenn du hier aufpasst, halt ein tiefes Loch und erstmal denkst so, boah, und dann schlafen und dann bist du irgendwann so nach 2-3 Tagen bist du wieder einigermaßen auf Niveau wie vorher. Wir wollten auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen für Spenden. Also generell, wir sagen sehr, sehr häufig Danke im Garten. Das ist eine der Philosophien, die man lernt, weil der Umgang doch durch einige Mitglieder sehr stark geprägt wird, die einen sehr, sehr offenen, sehr achtsamen Umgang pflegen. Und Danke gehört im Garten zum Standardwort, glaube ich, immer, weil alles, was wir tun, freiwillig ist, aber dennoch durch ein einfaches Danke sehr gut entlohnt werden kann. Wir haben natürlich auch kleine finanzielle Verpflichtungen, sowas wie die Fibel zu drucken oder auf der CeBIT-Stand zu machen. Ja, und deswegen wollten wir uns bei Open Source Matters explizit bedanken. Weil die quasi für das aktuelle Jahr 10.000 Euro gespendet haben, dass der Garten die CeBIT machen kann, dass der Garten
irgendwelche Verpflichtungen erbringen kann, weil die Unterkunft zum Beispiel für die CeBIT wurde halt vom Garten gestellt. Und das war auch mal eine große Summe, die da bewegt wurde. Und deswegen sind wir halt für jede Hilfe, von jedem System, von jeder einzelnen Person, von Fördermitgliedschaften, sind wir halt einfach nur begeistert und bedanken uns halt herzlich. Und da ihr quasi zu Open Source Matters so im indirekten oder eben direkten Fall gehört, eben auch das Danke an euch, dass ihr quasi die Sichtbarkeit gebracht habt, dass Open Source Matters sagt, okay, wir machen das. Und natürlich auch, dass wir hier sein dürfen, einen Vortrag halten dürfen, die Konferenz genießen dürfen. Das Essen genießen dürfen. Ja. Also danke an euch. Wir haben noch ein etwas kleineres Danke. Ja, speziell an eine Person, die quasi für uns der CMS-Garden Joomla-Vertreter quasi ist, der Kontaktmensch schlechthin. Auch da Photoshop sei Dank. Ja. Für uns ist der David quasi der direkte Draht zu Joomla, der David, der sich auch nicht scheut, mit Hostern jeglicher Couleur zu reden und mit anderen Leuten, die eben Geld geben wollen, ob freiwillig, ob nicht, und eben dort quasi aktiv ist und dem Garten an der Stelle wirklich massiv und enorm hilft. Ja, danke. Ich hätte gerne den Bulli jetzt. Ne? Danke, David. Gerne. Ja, also wenn du magst, können wir jetzt noch 5 Minuten weiterreden, warum das echt genial finde, dass du im Garten drin bist, beziehungsweise dass du eigentlich der Garten auch bist, neben dem, was du noch für so ein anderes Grund hast. Du bist Deutschland. Ja. Mal die nächste Folie. Ja. Ich find die eigentlich relativ gut, das war unser Endfolie jetzt. Nee. wir können nochmal zurückgehen, wenn du willst. Ja, jetzt seid ihr dran. Ich weiß, dass viele schon aktiv im Garten sind. Vielleicht das als Gelegenheit nutzen, sich zu überlegen, noch aktiver zu werden. Ja, wir haben gestern am Lande wurde angesprochen, dass wenn ihr mal im Norden seid, so ab Hamburg nordwärts, dann bin ich gerne dabei. Ist Hamburg auch noch okay? Hamburg ist auch noch okay. Da komme ich einmal für 2 Stunden hin. Wir haben gleich ein Gespräch. Mediale! Das! In Hamburg. Wann war es? Mitte Oktober? Ich weiß es nicht, aber ich habe es gefühlt übermorgen. Du hast quasi schon ein Date. Ja, Anfang. Also, du wirst gleich verarztet. Ja, Ideale veranstaltet irgendwie eine berufsbildende Schule da in Hamburg. Die laden, ich glaube, bundesweit 650 Berufsschüler in medienschaffenden Berufen ein. Okay. Und die haben uns eingeladen, da mit dem Garten hinzustellen, um diese werbenden Medientreibenden von morgen ein bisschen mit Open Source in Kontakt zu bringen und denen gleich direkt zu sagen. Also die stellen mir etwas zu weisen. Richtig, genau. Mit Open Source Feenstaub zum Beispiel. Für Jonas ist der Open schon am Start und ich denke, der würde sich sicherlich über alle freuen. Also wieder, wenn irgendjemand von euch. Auch dabei, eventuell. Also wenn irgendjemand von euch quasi. Was machen wir jetzt? Also wenn irgendjemand von euch quasi im Garten irgendwo helfen will, für uns quasi der David, der Ansprechpartner, meldet euch bei ihm, der kann E-Mails ab, der schafft das. Auch Telefone, auch nachts. Und ich sag jetzt mal, wie es wirklich ist. David sitzt nicht ohne Grund an der Tür, weil wenn ihr gleich rausgehen wollt, genau. Nee, müsst ihr ganz schnell hinter dem herlaufen, weil der ist dann schon weg. Das heißt, wenn ihr irgendwo euch engagieren wollt, natürlich uns auch ansprechen, aber David ist ein extrem guter Koordinator, Organisator. Ich habe eigentlich vor, dass du irgendwann weinst, aber. Hör mal, wenn wir hier extra Teppichreinigung zahlen müssen, wir den ganzen Schleim davor. Das geht vom Gartenkonto ab. Ja, da triffst du dich auch selber. Also der Punkt ist, wenn ihr euch engagieren wollt, ansprechen, Kontakt aufnehmen, es ist super einfach, sich einzubringen. Und wir sind halt auch schon so organisiert, dass das auch bedeutet, man kann an so einer Veranstaltung relativ einfach mal einen Tag einen Botschafter für den Garten geben. Man muss kein Formular unterschreiben, man muss keine Vereinsmitgliedschaft machen, es ist einfach nur tun.
Genau, und für euch quasi nochmal der Einsprungspunkt an der Stelle, vernetzt euch. Ihr müsst nicht warten, dass der Garten sagt, Mensch, da ist ein Event, geht mal dahin. Es gibt in Köln eine Menge andere CMS-Systeme. Es gibt Drupal, es gibt WordPress, die machen Meetups. Schaut euch an, wann die irgendwas machen und sagt, hey, ich guck da mal vorbei und setzt euch rein. Es gibt in Deutschland gibt es auch schon CMS Garden Meetups. Das heißt, die komplett quasi ohne das ein System quasi vorgibt, was Sache ist, sondern dass quasi wirklich die Leute kommen können und sich mit dem Vernetzungsgedanken dahinsetzen und eben über Konstrukte reden, über wie macht ihr denn was. Da brauchst du nicht zu warten, bis eine Cebit ist oder irgendwas. Sucht ihr ein anderes CMS raus, sagt, hey, ich will bei euch mitmachen. Wenn ihr irgendwie die nicht findet oder nicht rankommt, kein Feedback kriegt, meldet euch, guckt beim Garten, wer ist die Person für das CMS, haut die an, weil die quasi innerhalb der Community ja viel einfache Kommunikationswege haben. So dass ihr quasi wirklich beteiligt euch, macht mit. Die Fibeln, wir haben einige Fibeln mitgebracht. Wer zum Beispiel jetzt spontan in seiner Heimatgemeinde noch einen CMS-Garten-Meetup organisieren will, sprecht uns an, wir geben euch die Kiste Fibeln mit, bringt ihr das voll, erreicht mehr Menschen, begeistert mehr Menschen und erlebt dieses Teilen und dadurch selbst viel mehr haben, was wir halt jeden Tag im Garten erleben. Ich sage, ich danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt kommt das Wichtigste. Ja, ich wollte nochmal zu dem Punkt jetzt du. Vielleicht jemand hat nicht die Zeit, sich auf solchen Ständen mithin zu klagen. Es helfen solche Dinge wie, ich kann ein Zimmer bereitstellen für eine Übernachtung. Der CMS-Garten leidet irgendwie leider chronisch über einen Geldmangel, sodass wir schon jetzt wieder Angst haben, kriegen wir das Budget für die Zielgruppe nächstes Jahr. Ja, das sind so Dinge, wo man dann sagen kann, okay, jetzt, ich kann ein Bett bereitstellen, dass derjenige dann eben halt nicht auf seine eigenen Kosten auch noch die Unterbringung irgendwo bezahlt. Zum Beispiel haben wir jetzt in Essen, haben wir jetzt ja das nächste Treffen vom CMS-Garten. Und in der Nähe von Essen habe ich jetzt jemanden kennengelernt, der mich da schlafen lässt. So dass ich jetzt nicht auch noch im Hotel, weil die Kosten tragen wir in der Regel auch noch selber. Das heißt, wir spenden nicht nur unsere Zeit, sondern wir bezahlen auch mit unserem eigenen Geld. Und das würde extrem helfen, solche Kleinigkeiten. Nur irgendwo eine Bett mit Couch oder so für ein, zwei Nächte. Das würde auch schon helfen. Wenn man da irgendwo ein Feedback bekommen würde, ja, ich wohne in Hamburg, ich wohne da, kannst mich ansprechen. Also da habe ich eigentlich vor, für Joomla eine kleine Adressliste zusammen mit Ansprechpartnern, wo die sagen, ich habe da ein Zimmer, ich habe ein Gästezimmer, ich habe eine Couch über. Wenn da irgendwo in Hamburg, München, irgendwo einen unterbringen müsst, das würde schon Ihnen wahnsinnig helfen. Was auch wahnsinnig helfen würde, wäre, wenn ihr jemanden kennt, der in einer für Sponsoring-Anfragen potenziell interessanten Firma arbeitet. Wir sind händeringend darauf angewiesen, in spannende große Unternehmen reinzukommen und da unsere Kunden fürs Netz aufzutragen. Weil die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass die, ich weiß nicht, 150 Kleinstagentur-Einträge a 60 Euro, die wir, ich glaube, im ersten Jahr gefunden haben, das ist super, aber das bringt uns nicht weit. 150 mal 60 Euro sind 9000 Euro und das, was da allein an Zeit reingeht, um das zu verwalten, ist ein Vielfaches. Wenn man aber einmal Microsoft Deutschland dazu bekommt, 25.000 Euro in den Kopf zu werfen, dann sind das von mir aus drei äußerst nervige Konzerne jetzt mit Telefonanrufen, aber es bringt deutlich mehr. Und diese Art Kontakte bitte weitergeben, falls kommen. Die Webseite ständig weitergeben. Ja. Wir haben natürlich mehrere E-Mail-Verteiler und ähnliches. Aber das Einfachste ist immer quasi sein Ansprechpartner für das System zu nehmen. Da braucht man auch nicht unsere Freitagsmeetings mitmachen. Der opfert sich dann für die Orga-Themen und verteilt das dann entsprechend in den Systemen weiter. Und je größer das Netzwerk wird, umso mehr können wir leisten. Genau, Bereitschaft zeigen. Einfach sagen, okay,
ich kann nicht viel machen, ich kann vielleicht nur eine Grafik schubsen oder irgendwas, ich kann hier so einen Heiligenschein machen, einfach nur so quasi so die kleinen Sachen und wir sagen halt, okay, cool, wenn wir irgendwas für dich haben, kommen wir da auf dich zu und melden uns bei dir. Aber das ist quasi jeder von euch, er braucht nicht, wie gesagt, bei Meetings mitmachen, ihr müsst nicht am Stand stehen, ihr braucht nur, wenn er sagt, okay, ich habe in der Woche eine Stunde Zeit oder eineinhalb Stunden, um irgendwas zu machen, gibt mir irgendein kleines Thema auf den Tisch, dann meldet euch bei uns und wir quasi können sagen, okay, cool, danke für die Arbeit, wir geben dir irgendwas ganz Kleines und du kümmerst dich darum. Gut, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Noch eine Gartenanekdote, die ihr auf jeden Fall loswerden wollt? Ich habe eine Frage. Und zwar gerade, wenn so mit Umgebung über den Tellerrand schauen, dann ist die Erfahrung gemacht, dass man bei den speziellen Systemen oder bei den kleinen sehr viel lernen kann, weil die eben bestimmte Aspekte ganz anders lösen. Habt ihr irgendwelche Aufnahmebedingungen? Oder sagt ihr, wenn wir einen Ansprechpartner fürs System haben? Wir haben eigentlich nur eine Bedingung. Zwei. Wir haben in Essen das festgelegt. Wir hatten ein paar Systeme, die quasi mitgemacht haben und die aber dann quasi aus Inaktivität von uns quasi auf ein Abstellgleis geschoben wurden. Weil das Problem ist einfach, dass die Freitagskonferenzen, die wirklich stattfinden müssen, weil es müssen Sachen entschieden werden, es müssen Sachen geplant werden. Da waren wir dann kurzzeitig mal nur 5 Leute von irgendwie 4 Systemen. Und das haben wir, haben uns einfach dann quasi dort im Kreis gedreht. Deswegen haben wir gesagt, für kleine Systeme muss mindestens ein oder zwei, also ein Ansprechpartner da sein, der irgendwie erreichbar ist für uns. Und wir werden das jetzt in Essen demnächst nochmal spezifizieren, weil wir die kleinen Systeme dann an der Stelle auch verloren haben. Und müssen jetzt quasi schauen, wie wir die jetzt wieder zurück ins Boot holen. Aber der Punkt ist, es gibt eigentlich keine Aufnahmebedingungen der Art, sondern das heißt Open Source sein und sich engagieren. Und alles andere ist Verhandlungssache. Die Mitgliedschaften die Organisationsmitgliedschaften sind halt verhandelbar. Wenn ihr nur 5 Leute im System habt, dann ist es natürlich klar, dass ihr keine Standbelegung komplett ständig stellen könnt und so weiter. Für die Mitgliedschaft, also um in der FIBE genannt zu werden, ist eine der Bedingungen, die Informationen zu liefern. Manche Systeme. Das klingt einfach, aber ja. Das ist so unglaublich komplex. Ja. Und wenn man drinbleiben möchte, dann muss man die auch Korrektur lesen im nächsten Jahr. Das hört sich vielleicht nicht so kompliziert an, aber hin und wieder scheitern da Systeme dran. Ja, einige Systeme hat man das Gefühl, da ist das Produkt irgendwie verschwunden, weil die nie wieder geantwortet haben. Ja, die haben einfach, es gibt halt ein paar Systeme, die sehen halt den CMS Garden als Sprungbrett. Quasi ich komme quasi in den großen Ständen rum. Wir haben kleine Systeme wie Scientific CMS, die einfach zu den Events kommen und sich aufopfern und sich einbringen, weil sie halt, okay, merken, die ist es gut für die. Und es gibt aber auch große Systeme, die sagen, okay, wir nehmen jetzt von allen Events, die kommen, nehmen wir die CeBIT mit. Der Rest ist uns eigentlich total scheißegal. Wir melden uns dann so im Dezember wieder. Ja. Und wir halt sagen so, nein, so... Kostenloser CeBIT-Stand. Ja, 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 ja. Genau, so geht das eben nicht. Vielleicht sogar kein kommerzielle Systeme hat, die dann mit CMS gerne. Aber durch die 3 Grundkriterien, du musst Open Source sein und mit Open Source meinen wir in der Regel wirklich Open Source. Daran scheitern einige, wobei ich glaube ich nie zu einem System gesagt haben, ihr seid nicht Open Source genug. Die haben dann in der Beschreibung dessen, was wir machen, für sich selber festgestellt, dass das normalerweise nicht so passt. Und spätestens bei dem Kriterium ein Ansprechpartner und einen dreiseitigen Artikel in 2 Sprachen liefern, das sind Killer-Kriterien. Ja. Da ist auch der kostenlose CeBIT-Stand, da plötzlich keine Argumente. Ja. Das sind bestimmt 4 große Großen. Ja. Ja, wobei, also nette Anekdote zum Thema Artikel in der Joomla-Szene war für mich ein Erlebnis. Ich habe mir die ersten. Willst du vorkommen? Weiß ich nicht. 20, 30 Zeilen von dem Joomla-Artikel einfach mal angefangen zu schreiben, bei mir in Textdokument rein. Und dachte dann so, ja, jetzt geht mir so ein bisschen die Puste aus. Dann habe ich das Ding in so ein Pad reingeworfen, diese Kollaborationstextschreibgedönse. Habe den Link in unseren lokalen Vereinschat reingeworfen und nochmal getwittert. Und 5 Minuten später schreiben, ich glaube, 8 Leute in verschiedenen Absätzen gleichzeitig diesen Artikel. 20 Minuten später ist der Artikel fertig. Dann brauchte ich eine englische Übersetzung. Also was tue ich? Ich nehme den deutschen Artikel, poste ihn in ein neues Pad, twittere den Link und sage, bitte übersetzen. Und 5 Minuten später sind 6 Leute an der Übersetzung dieses Artikels beteiligt. Und dann war in einer Stunde was durch.
ist cool, oder? Auf den Gedanken musst du erst mal kommen. Ja, ja, genau. Wir sind gerade verzweifelt. Habt ihr noch weitere Fragen? Du hast wahrscheinlich Gesprächsbedarf über. Ich würde gleich mal auf dich kommen. Ja, über David. Ja, der hat sowieso ein paar Termine. Ja, ich habe. Ich bin hier ja nur als ganz normaler Besucher, ich habe keinen Stress oder so. Ja, super. Ja. Ich beherrsche auch die Bilokation. Ich reiße mich in zwei, lasse einen Teil von mir hier und der andere stoppt die Aufnahme in einem anderen Raum. Oder um es mit der Zwiebel zu sagen, ich komme gleich wieder. Genau. Einen kurzen Moment bitte, ich bin sofort für Sie da. Ja, okay, super. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.